Kann denn das sein? Wie kann denn der Ton aus sein? Charlie Chapnane. Ah, oh, ja, Leute, ich habe gerade guten Abend sagen wollen und da kommt hier die Torexplosion, die das ganze Gerede rein. Ja, schön, schön, dass ihr hinzukommt. Vielen Dank für den Raid an Pi und Josie. Jetzt ist der Ton an, ne? Jetzt ist der Ton an, hoffe ich. Ich musste gerade noch den Ton hier von Forge of Empires ausmachen, weil der war so laut, ich konnte gar nichts hören. Und vielen Dank, Marco, an deinen vierten Monat Resubscription. Vielen Dank dir. Guten Abend, Chrissy Kritiker. Schön, dass du auch schreibst. Hi. Hi ho und ein kräftiges Arr. Ja. Wo fangen wir an? Erstmal müssen wir mal einen Shoutout machen. Ich hab mir nämlich hier die Möglichkeit eines Shoutouts zusammengeklickt. Ich hoffe, es funktioniert. So. Shoutout. Ja, können wir gleich mal die Probe aufs Exempel machen. Ich meine, ich hatte noch keine Zuschauer bis gerade eben. Und alle Zuschauer, die jetzt da sind, kommen gerade von Pi und Josie. Von daher macht der Shoutout nicht wirklich viel Sinn. Aber ich mache ihn jetzt trotzdem. Einfach, um es auch auszuprobieren. Ne? So, nehmen wir mir erstmal den Pi. Was macht denn dieser Freaky Pi so? Oh, falsch geschrieben, aber es geht trotzdem. Also dieser Pi spielt also immer solche Spiele, interessant, aber auch cool, ja. Also ich mag solche Spiele auch so eine. Warum ist der Ton schon wieder weg? Nein, der Ton ist nicht weg. Der Ton von den Shoutouts geht nicht. Ach so. Ach so, na dann, dann muss ich noch dran arbeiten, Leute. Aber es funktioniert schon mal das Bild. Funktioniert, genau. Und für Josie, ich hoffe, ich habe hier gerade die Blaupause. Staubfuger. Aber was hast du denn da gespielt, Josie? Das ist ja cool. Mit wem hast du denn alles zusammengespielt? So eine ganz alten Clips rausziehen. Das ist ja auch nice. Das ist ja auch nice. Guten Abend. Guten Abend. So, dann sage ich erstmal so guten Abend so an alle. Gehe ich mal durch, wie immer. Kula Malaka. Kula Malaka war der Erste. Ich glaube, Kula Malaka war schon vorher da. Hi, guten Abend. Guten Abend, Diamantrex. Guten Abend, Aldrin. Guten Abend, Staubvogel. Guten Abend, Alec, Tyrawal, Freakman, Marco und vielen Dank nochmal, Marco, für das Resub. Guten Abend, Chrissy. Guten Abend, Armin. Schön, dass du auch dabei bist. Und guten Abend, Engel, Celeperon, Gandalf, Uwe, Onata und Pommespirat. Hi. Mensch. Sind wir ja eine große Gruppe heute Abend. Ich wollte erstmal ein bisschen seicht anfangen, so wie immer. Ich dachte nämlich auch, dass Josie und Pi vielleicht noch ein bisschen länger machen und ich kann ja erstmal das hier machen. Seht ihr? Ich habe nämlich überall so kleine Boxen über meinen Gebäuden und muss jetzt erstmal die Tagesernte machen. Und der Stream ist ja eigentlich auch immer so für 22 Uhr angesetzt. Und von daher war die Idee, ich mache jetzt hier erstmal so die seichten Teile und
Tagesernte und spiele mir vielleicht noch ein paar Tickets runter. Und um 22 Uhr geht dann der Newsblock los. Nur Ministream, naja, von, was war das? 2 Stunden? Über 2 Stunden waren es auch. So wirklich mini war es auch nicht. Also verglichen mit einem Samstagstream schon. Aber ihr hattet mehr Zeit mit Pi und Josie als zu einem Mittagsstream. Also hätten sie wieder in der Mittagspause gestreamt. Dann wäre es bestimmt nur so 1 Stunde geworden, schätze ich mal. Also von daher, 2 Stündchen, lächerlich. Da fange ich keinen Stadtumbau an. Ja, ich auch nicht, Aldrin. Das lohnt sich nicht, den Stadtumbau da anzufangen. Gut, von daher erstmal hier einsammeln, das muss ja auch gemacht werden. Und ansonsten habe ich natürlich 2 Neuigkeiten, also nicht natürlich, sondern ich habe 2 Neuigkeiten im Grunde heute, die ich ansprechen will. Und das eine ist selbstverständlich das Sommer-Event, wo ihr gerade schon von den beiden natürlich eingeführt wurdet. Und da kann ich jetzt mal meine Sicht der Dinge zu sagen. Vielleicht gibt es ja da auch nochmal einen anderen Blick. Weiß ich nicht. Ich habe mich zumindest dieses Mal nicht beeinflussen lassen, weil das jetzt zu einer ungünstigen Zeit für mich lief. Und ich bin halt gerade selber, also ich hätte jetzt noch zuschauen können, aber dann habe ich gesehen, okay, meine Stadternte kommt jetzt rein. Na, dann mache ich jetzt die Stadternte und starte den Stream. Genau. Und dann habe ich mich dieses Mal nicht beeinflussen lassen, so wie beim letzten Mal. Beim Hero Event, da hatte ich ja schon so erste Eindrücke von Josie und Pi im Mittagsstream mitbekommen und war dann nicht mehr ganz unvoreingenommen. Genau. Also so ganz, ganz unvoreingenommen bin ich ja auch nicht, weil ich habe schon das Event angefangen. Ich habe schon ein bisschen gespielt. Ich habe es mir schon angeguckt. Also kein First View vom neuen Event, so wie wir es bei Jockeltraut manchmal sehen. Ich bin gespannt, ob Jockeltraut für das Sommer-Event ein Video rausbringt. Hatte jetzt auch schon länger keine Forge of Empires Videos mehr gemacht wieder. Na? Gesundheit. Okay, dann haben wir jetzt hier den Teil mit der Ernte. Soweit durch, muss ich nochmal in die. Stunden-Produktion. 12 Kämpfe gewinnen. Ja. Muss ich nochmal in die. Na, auf die Karte. Da sind nämlich, müssten eigentlich die 24-Stunden-Karten-Dinger auch fertig sein. Es sei denn, ich habe die nicht mehr ganz synchron mit der Einsammlung. Das kann hin und wieder passieren. Und ich lese gleich nochmal drüber hier. Eigentlich ist es seltsam, dass ihr den Ton nicht hört aus den Shoutouts, weil ich den höre, aber werde wahrscheinlich irgendwo ein Häkchen vergessen haben, dass ihr den Ton auch hört. Also ich bin jetzt davon ausgegangen, dass ihr den auch hört, weil ich den auch höre. Aber da war ich wohl falsch. Aber das ist natürlich dann gut, dass ich es ausprobiert habe. Und dann kann ich das korrigieren. Oder zumindest versuchen zu korrigieren. Ich dachte ja erst, es funktioniert gar nicht, weil als ich versucht habe, das einzubauen und dann ausprobiert habe, kamen diese Videos gar nicht. Also die Clips kamen halt gar nicht. Ich dachte, das funktioniert gar nicht. Ja, nochmal zu den 2 Themen. Sommer-Event und die Antwort vom Support zu diesem Doppelklick-Thema. Genau, darum wird es gehen, aber
Das machen wir dann um 10. Schauen wir mal. Vielleicht mache ich es auch doch lieber früher. Mal gucken. Wenn jetzt so viele da sind, macht es vielleicht doch Sinn, das früher zu machen. Und bis 10 müssen dann vielleicht schon wieder einige gehen. Ja. Guten Abend, Lion. Schön, dass du auch da bist. Bist du noch zu Hause, Lion? Bist du noch zu Hause? Und guten Abend, Marc. Marc ist auch ganz neu auf dem FOE Olymp Discord-Server. Und da können wir jetzt mal überlegen, ob wir dem Marc nicht noch eine eigene Kategorie geben, Artikel oder so. Weil Marc ist nämlich derjenige, der dieses Forum betreibt. Ich ziehe es mal hier eben ins Sichtfeld. Die FOE-Bibel wird von ihm betrieben. Ja, hier sieht er auch Marc Viertel. Genau. Und er macht immer diese Zusammenfassung zu den Events und hat auch mir direkt geantwortet, als ich gepostet habe, dass ich heute live gehe und da seine Beschreibung vom Event direkt verlinkt. Genau, dann könnte man das nochmal ein bisschen erweitern, wenn die anderen so nichts dagegen haben. Dann sind nicht nur Streams und Videos auf dem FOE Olymp zu finden, sondern auch Artikel zu den einzelnen Events, wo man dann nochmal nachlesen kann und so. Ich glaube, das ist eine ganz gute Ergänzung auch noch. Planungsstress, Lion. Ja, Lion ist ja auch ein Forge of Empires Streamer und der ist jetzt auch ein sehr ambitionierter Real-Life-Streamer und fährt durch ganz Deutschland und besucht ganz viele Leute aus der Community. Ja, und war schon bei jetzt fällt mir niemand ein. Na, bei André, bei Freakman. Und Mo hat er schon getroffen. Und Kathleen hat er schon getroffen. Ja. Im Moment nicht viel Zeit für FOE, ne? Lion? Jetzt muss ja durch die Gegend gefahren werden, wo das 9-Euro-Ticket das hergibt. Ja, und finde ich auf jeden Fall ganz cool, so von der Idee, auch mal durch die Gegend zu fahren und sich sowohl Orte anzugucken, als auch Leute zu treffen, die man schon mal irgendwie gesprochen hat in den Streams und so. Ja, sorry für Geplinge immer. Das ist meine Maus. Und die möchte, glaube ich, langsam den Geist aufgeben und disconnected und connected sich immer wieder neu. Was ich noch nicht gemacht habe, warum eigentlich nicht? Das wäre die einfachste Lösung, mal eine andere Buchse auszuprobieren. Ja. Lion ist mega sympathisch, schreibt Diamantrix gerade. Genau, Diamantrix war ja auch dabei in Dresden. Und Arak. Ja, auf jeden Fall sehr cool. Okay. Gut. Bevor ich zum Newsblock komme. Wie schaut es bei euch aus im Event, im aktuellen Wildpark-Event? Seid ihr schon ein bisschen fortgeschrittener als ich? Also ihr seht ja, ich bin aktuell bei Quest 30. Ich habe im Grunde beide Adlerberge schon so ein bisschen verschlafen, weil der erste war halt an Tag 1. Tag 1 hatte ich keine Zeit, nicht so wirklich. Und außerdem mussten wir Fall Guys spielen in der Community. Und der zweite Adlerberg kam jetzt vor kurzem. Und jetzt habe ich eigentlich nur noch die Chance, den als Tauschpreis nochmal zu bekommen, weil als Tauschpreis hatte ich ihn noch nicht auf der Hauptwelt. Und idealerweise hätte man natürlich alle Tickets dann im Akkord durchgespielt sozusagen. Das Problem war, beim letzten Adlerberg war ich auf meiner Hauptwelt dann hängen geblieben an der Stelle, wo ich Ereignisse einsammeln musste. Und meine? Wo ich Ereignisse einsammeln musste und dann auch noch, was war das zweite?
Die Alternativquest, genau. Die Alternativquest, die war auch irgendwie ungünstig. Ich weiß jetzt nicht warum, aber die konnte ich auch nicht abschließen. Und dann bin ich an der Stelle nicht mehr weitergekommen, weil ich die Ereignisse schon vorher eingesammelt hatte und dann nur noch eins hatte. Und bis die nächsten erschienen sind, war dann der Adlerberg auch wieder weg. Und deswegen, ja, bin ich halt noch nicht so weit, noch nicht tagesaktuell und habe nicht die ideale Menge an Tickets rausgehauen für Adlerberge, aber Bergschutzgebiete, immerhin 10 Stück, immerhin 10 Kids. Also da kann ich schon mal ein weiteres aufbauen und das nächste ist auch schon fast zur Hälfte vorbereitet. Okay, gut, dann muss ich mal eben ganz kurz der Alex helfen. Ich weiß nicht wobei. Aber ich schicke euch mal ganz kurz in die Pause. Ich hoffe nur ganz kurz. Da habe ich auch was vorbereitet, aber leider ohne Ton. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, ich konnte helfen. Mal gucken. Es wird sich erst herausstellen, denke ich. ja, genau. Das ist leider auch ohne Ton mit den Clips, weil das ist ja das gleiche Prinzip wie mit dem Shoutout. Es zeigt halt dann nicht die Clips von jemand anderem an, sondern von mir, wenn ich auf Pause gehe. Und das habe ich dann eingerichtet, nachdem das funktioniert hat. Oder nachdem ich gesehen habe, dass das Shoutout funktioniert, aber noch nicht wusste, dass der Ton nicht funktioniert. Genau. Okay. So, was habt ihr jetzt tagesaktuell? Gandalf ist tagesaktuell. Tyrawal hat 2 Berge auf W. Uwe ist auch tagesaktuell. Einmal 10 Tickets gekauft. Das ist auch gut. Ein günstiges Event. Und der Freaky Chat auf W braucht zahlungskräftige Förderer. Naja, ich bin nicht zahlungskräftig. Aber vielleicht jemand anderes von euch. Also wer viele Fortschrittspunkte hat und die in 1,9er Förderung einzahlen will, auf W gibt es da gerade Möglichkeiten. Okay. So, ich hoffe, ich halte überhaupt ein bisschen länger durch. Meine Stimme ist jetzt schon ganz grisselig. Okay, 6 Kids bekommen. Das ist natürlich schade, Unater. Das ist aber auch wirklich gemein, ne? Manchmal hat man Pech und manchmal haben die anderen Glück. Ja, aber vielleicht kriegst du den Austauschpreis nochmal oder im Austauschpreis nochmal den Adlerberg und hast dann mehr Glück. Ja, genau, grisselig. Chris Selig. Genau, also heiser. Aber das liegt auch daran, dass ich irgendwie in letzter Zeit ein bisschen häufiger heiser bin. Also ganz, ganz gesund bin ich gerade nicht. So ein bisschen was schlummert da. Manchmal hat man Pech und manchmal kein Glück. Richtig.
Genau, also ich habe mich jetzt auf jeden Fall insofern oder insoweit gerettet, dass ich für heute bei den Tickets nicht mehr unbedingt was machen muss, aber was machen kann. Weil ich auf allen Welten noch genug Zeit habe, bevor morgen beginnt und bevor der neue Tagespreis kommt. Apropos, was soll morgen eigentlich für ein Preis kommen? Das müsste doch auf Thailand schon bekannt sein. Auf den Thailand Karussell. Karussell möchte ich ja nun gar nicht. Dann lieber mehr Schildwachten. Andererseits, so ein Schildwacht-Upgrade-Kit ist halt so ein Preis, wo man überlegt, soll man jetzt tauschen oder soll man nicht tauschen? Weil es gibt halt eine gewisse Chance, dass der Austauschpreis der Adlerberg ist. Aber es gibt auch eine gute Chance, dass das nicht ist. Und von daher ist so ein Schildwacht-Upgrade-Kit auch nicht schlecht, um die auflaufenden Tickets also wegzuspielen. Aber das Karussell ist definitiv schlechter als das Schildwacht-Kit. Eine Ritualflamme? Es gibt doch keine Ritualflamme als Austauschpreis, oder? Gut. Ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick auf die erste Geschichte. Und zwar das mit dem Mausdoppelklick. Beim letzten Stream hatte ich erklärt, dass es eine Möglichkeit gibt, mit Mausdoppelklick schneller im GVG oder den Gildengefechten kämpfen zu können, schneller Einheiten tauschen zu können. Ich habe es auch gezeigt. Ich bin mal so frei und zeig's doch noch mal kurz. Ich zeig's einmal noch mal kurz. Ach so, noch mal. Es gibt eine Funktion, die nennt sich Maustasten aktivieren oder deaktivieren. Die sieht so aus, wenn man sie geöffnet hat. Man kann sie an- und ausstellen. Standardmäßig sind diese beiden Häkchen gesetzt. Die habe ich rausgenommen. Und man kann jetzt über die 10er-Tastatur, also den Nummernblock auf der Tastatur am PC, beispielsweise mit dieser Funktion in der Armeeorganisation zwei Einheiten auf einmal tauschen. Das seht ihr jetzt, wenn ich mal draufklicke. Da fliegen nämlich immer gleich zwei raus. Oder es kommen immer gleich zwei rein. Und das klappt, weil man jetzt auf der Tastatur, auf dem Nummernblock, beim Pluszeichen die Maustastatur sozusagen aktiviert hat und das Pluszeichen wirkt als Doppelklick. Und deswegen, wenn man einmal aufs Pluszeichen drückt, kommen zwei Einheiten rein. So. Da mir das vor dem letzten Event erklärt wurde und mir das schon ein bisschen fishy vorkam, dachte ich, okay, ich frage mal den Support, was die dazu sagen. Gehe jetzt mal in das Ticket rein und tatsächlich sagt der Support und verweist mich auf Regel 6. Regel 6 ist, es ist nicht erlaubt, Clickbots oder Skripte zu verwenden, die die Anzahl der manuellen Klicks reduzieren. Also es reduziert ja quasi die Anzahl der manuellen Klicks, wenn man zwei Einheiten auf einmal mit einem Klick im Prinzip wechselt in die in die Truppen hier, ne? Zwei auf einmal. Das reduziert die manuellen Klicks. Ach, falscher. Allerdings handelt sich es weder um ein Skript noch um einen Bot. Deswegen habe ich nochmal nachgefragt, gibt es denn eine konkrete Aussage dazu? Wie Sie das jetzt halten? Sehen Sie das als einen Regelverstoß an? Und die Antwort ist ja. Also Sie sehen das nach Paragraph 6 Ihrer Regeln quasi als Regelverstoß an, wenn man diese Windows-Standardfunktion nutzt und die 10er-Tastatur verwendet zum Kämpfen, zum Austauschen von Einheiten.
und so weiter und so fort. So, von daher meine Empfehlung, ausschalten, nicht mehr nutzen. Wenn ihr es nutzt, kann es passieren, dass ihr gebannt werdet, dass eure Welt gesperrt wird, dass ihr nicht mehr spielen könnt auf der Welt. Kann mir jetzt auch passieren. Ich habe es euch demonstriert, wie es funktioniert. Ich bin der Meinung, das ist ein bisschen fragwürdig, weil, wie gesagt, das ist weder ein Skript noch ein Bot. Aber also man kann, denke ich, die Regel, man kann da argumentieren und sagen, naja, gegen die Regel habe ich nicht verstoßen, weil ich habe eine Standardfunktion, Standard-Windows-Hilfe-Funktion genutzt. Aber dann werden sie wahrscheinlich eher den Regeltext anpassen irgendwann und das dann erstmal auf sich beruhen lassen, vermute ich, keine Ahnung. Und nicht sperren. Ich muss gleich nochmal helfen. Aber wie gesagt, ich würde es empfehlen, es nicht zu nutzen, einfach damit ihr auf der sicheren Seite seid. Und es ist nicht nur in der GG, man kann es nicht nur in der GG benutzen, man kann es auch im GVG benutzen und man kann im GVG, wenn man sich die Fenster übereinander legt, kann man wirklich deutlich schneller damit kämpfen. Also die Knöpfe übereinander legt. Das habe ich im letzten Stream auch demonstriert, wie das im GVG funktioniert. Das werde ich jetzt hier nicht mehr machen. Ich habe es euch nur noch mal gezeigt und die Aussage, wie gesagt, ist jetzt, Sie sehen es als Regelverstoß an. Wer spielt schon GVG? Wer spielt schon Forge of Empires? Okay, gut. Dann bin ich nochmal ganz kurz weg und bin dann gleich hoffentlich wieder da mit dem anderen Thema. Also mit dem Anschauen des neuen Sommer-Events. Ich habe noch gar nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bei mir ist es auf Feld 9 auf der Hauptwelt. Aber ich habe ja noch andere Welten. Und da ist es tatsächlich auch woanders. Aber es gab jetzt definitiv auch ein paar Leute, die angeboten haben, dass ich bei Ihnen einzahlen kann und Cyborg schaltet jetzt auch fleißig die ihr sein LG frei, also ein Zeus oder ihr Zeus, ich weiß nicht, ob sie wirklich männlich oder weiblich ist, auf jeden Fall weiblicher Avatar. Und das hilft dann auch schon mal, die Fotos auch ein bisschen, bis sich das richtig aufgebaut hat, also bis es richtig aufgelöst ist. Den Speaker's Corner habe ich, ja. Den Speaker's Corner habe ich auf Denigu. Ups, nicht neu starten. Dort, Speaker's Corner. Ja, ich brauche ihn nicht aufbauen, der ist ja gut. Der hat ja plus 11 Angriffskraft, genauso wie so ein Schachmattplatz. Von daher ein gutes Gebäude. Und besser als eine botanische Rotunde. Noch drei Güter sammeln. Ja, das wäre natürlich auch gut. Ich stelle es mal noch in den Handelsschritt ein. Das wäre dann zwei Fliegen mit einer Klappe, dann könnte ich die Tagesquest noch abschließen. Wo ist denn der Handelsschritt? Güterhandel. Schon angenommen. Dankeschön. Dankeschön. Sehr gut. Dann ist das fertig und kann hier, dann kann ich hier. Ist das schon alle angenommen? Okay, jetzt zeigt es nicht mehr rot an. Jetzt zeigt es nicht mehr rot an. Aber es kostet mich 5 Güter, ey. Das ist natürlich heftig. Aber es sind zumindest nur 5.
wenige sind, aber wie gesagt, bei Bloodlanders sind es also wirklich alle richtig geil, was das Kämpfen angeht. Da geht es also richtig schnell und dennoch klappt das alles. Also da gibt es keine Streitereien, da macht jeder sein Ding hier. Wir haben da so eine Art auch mittlerweile ein paar bestimmte Teams, so die Nachtschicht, dann die Frühschicht und die Spätschicht, da bin ich in der Regel nicht dabei, weil da schlafe ich ja, dafür bin ich ja dann in der Frühschicht oder ja, Sehr muss man so frühschicht. sagen. Das mal am besten so, dann passt auch alles. Nein, es passt nicht. Straße kaufen. Ah, wie furchtbar. Viele gute Preise. Ja, also zeig's noch mal. Ich zeig noch mal die Taverne, die ist halt sehr gut. Taverne ist sehr gut. Es hat hier auch gereicht. Genau, in dem Geburtstagsevent, was als nächstes kommen wird, da liegen dann so Geschenke in der Landschaft herum. Aber die werden natürlich auch erst dann aktiviert, wenn das Event startet. Und dann kann man erst diese Geschenke einsammeln und nur in den Geschenken ist die Eventwährung drin. Das heißt, da braucht man, also es macht halt keinen Sinn, vorher Ereignisse liegen zu OE-Helfer. Also in der Liste steht von den Gebäuden, die meine blaue Galaxie fördert. Und danach drücke ich auf den Alles einsammeln Knopf. Badehaus, verlassene Anstalten. Habe ich Hauptstadt, alles liegt brach. Ich war ja, wie gesagt, auch beim Geburtstag von meiner Freundin, der Freakman. Bei der Freakman war ich zum Geburtstag, zur Feier. Nein, nur Spaß. Dann wird es nicht angezeigt, weil die Spalte nicht breit genug ist. Aber Tyra, weil als Subberin, als Abonnentin. Es hat hier auch gereicht. Genau, in dem Geburtstagsevent, was als nächstes kommen wird, da liegen dann so Geschenke in der Landschaft herum. Aber die werden natürlich auch erst dann aktiviert, wenn das Event startet. Und dann kann man erst diese Geschenke einsammeln und nur in den Geschenken ist die Eventwährung drin. So, ja, Ton kam auch, ne? Ton kam dieses Mal auch bei den Clips. Ja, ich bin wieder zurück. Leiser Sound, aber ja, vielleicht sollte ich es nicht auf 50% reduzieren, die Clip-Lautstärke, weil mir das dann hier zu sehr reduziert wird, weil ich habe ja den allgemeinen Sound reduziert. Falls ich jetzt hier Ton anhabe, also hier zum Beispiel, wenn ich jetzt hier, es geht ja schnell, dass du das Problem behoben hast. Es lief noch das Spiel. Okay, Neustarten hilft. Neustarten hilft mal wieder beim Beheben von Problemen am Computer. Ich bin nicht drauf gekommen, nee, auf Neustarten. Ich dachte, du hättest schon neu gestartet. Ja, hattest du auch. Naja. Einfach nochmal neu starten. Zweimal neu starten hilft doppelt. Genau. Wenn ich hier den Ton anmache und ihr dann Musik hört, dass es nicht zu laut ist. Deswegen habe ich es reduziert, den Ton. Und der Ton vom Clip ist nochmal reduziert und dann geht er wahrscheinlich ins Nichts. Und deswegen war nichts zu hören. Okay. Back to topic. Ja. Haben Sie bereits Ein- und Ausschalten versucht? Genau. Have you tried to turn it on and off again? Das ist der Spruch überhaupt, ja. Aber hat sie tatsächlich, also sie hat schon mal neu gestartet und es ging trotzdem noch nicht. Und jetzt hat sie ein zweites Mal neu gestartet und jetzt ging's. Also spannend, würde ich sagen. Okay. Gut. Sommer-Event. In Forge of Empires.
Ihr habt es vielleicht gerade schon. Ihr habt es vielleicht gerade schon bei Josie und P alles mitbekommen, was es Neues gibt im Sommer-Event. Und Josie und P haben ja wahrscheinlich auch gleich wieder durchgebinged und so viele Quests wie möglich gemacht und sind jetzt tagesaktuell. Ich habe schon ein bisschen angefangen. Ich habe schon ein bisschen angefangen. Ich bin bei Quest 4 von 5. Das ist quasi nahezu tagesaktuell. Nee, 4 von 5, sage ich schon. 4 von 55. Na, die nächste Marke. Der nächste Meilenstein ist 5. Ja, das ist also quasi nahezu tagesaktuell. Also ich könnte jetzt noch ein bisschen weiterspielen und mir noch ein paar Dublonen holen. Aber darum geht es mir ja nicht so sehr. Mein Fokus ist ja nicht so weit zu kommen schon, sondern erstmal überhaupt einen Einblick in das Ganze zu gewähren. Und vielleicht ist ja von unter den Zuschauern auch der ein oder andere, der jetzt eben noch nicht bei Josie und P dabei war und das noch nicht gesehen hat. Ihr geht Schleifenquests? Wieso Schleifenquests? Ach so. Schleifenquest abbrechen, Bug. Ja, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Sondern sich anzugucken, was es Neues gibt. Und das machen wir gleich. Aber ich ziehe mal eben den Bug noch vor. Wenn ihr nämlich keine Schleifenquests macht, dann kennt ihr das Problem gar nicht. Dann gehe ich mal. Ich kann nicht umhin, hier eben noch einzusammeln. Und dann gehe ich mal eben auf meine. Mann, wie oft kann man daneben klicken? Auf meine Eisenzeit-Kampfstadt auf Feldrangier. Und da habe ich das Problem auch immer. Und zwar zweimal in der Schleifenquest. Also ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher. Bin mir nicht sicher, ob es nur bei bestimmten Quests auftritt, also generell bei bestimmten Quests, bei allen. Es tritt auf jeden Fall bei mir nur bei bestimmten Quests auf, die ich abbreche. Also hier habe ich auf jeden Fall einmal die Schleifenquests. Das hier unten, wiederkehrende Quest. Und wenn ich hier auf Abbrechen drücke, nochmal, kommt jetzt die Quest mit den Vorräten. Und wenn ich jetzt abbreche, dann kommt keine neue. Das ist der Vorführeffekt. Es geht. Jetzt sag nicht, Olden, du hast gerade geschrieben, er wurde behoben. Aber gut, machen wir die Probe aufs Exempel. Ich mache das Ganze hier nochmal. Normalerweise. Okay, jetzt hat es geknallt. Genau, nach den Vorräten kriege ich keine neue Quest. Er ist weg. Und wenn ich jetzt dieses Questfenster schließe, dann kriege ich es auch nur noch mit Glück auf. So, sind wir wieder einmal durch. Ich schließe die Quest hier ab. Anscheinend muss man eine Quest vorher abgeschlossen haben und dann wird es jetzt hier wahrscheinlich hier wieder bei. Ist gar nicht bei den Vorräten, ist ja schon vorher. So, mal gucken, ob ich es nochmal aufkriege. Da, also ich habe es wieder aufgekriegt. Wenn man es dann wieder aufkriegt, dann kann man auch wieder weiterklicken, aber die Gefahr, dass es wieder weg ist, und auch keine neue kommt, ist nicht ganz gering. Und auch das Wiederaufkriegen ist nicht immer. Es scheint hier oben, wenn man hier oben klickt, in der Ecke, scheint es wieder aufzugehen. Habe ich so den Eindruck. Probieren wir es nochmal aus. Vielleicht ist ja das auch schon ein Tipp. Das ist auch nur ein Problem am PC, so wie ich gehört habe. Im Browser soll es wohl gehen. Jetzt ist es wieder weg. Wenn ich hier oben in der Ecke klicke, hinter seinem Kopf. Ja, in der Lücke, im Nacken. Im Nacken muss ich klicken. Im Nacken. So, und jetzt nochmal zur Sicherheit nochmal. Im Nacken? Nee. Oder man muss oft klicken. Man muss oft klicken. Nach 5 bis 8 Sekunden geht es wieder auf.
Okay, dann war ich nicht geduldig genug. Aber das waren jetzt nicht 5 bis 8 Sekunden. Wieder die Maus. 5 Sekunden warten. Weil ich habe immer neu geladen, also immer aktualisieren gedrückt und danach geht es auch wieder. Aber das dauert halt auch so lange. 5 bis 8 Sekunden. Okay, auf jeden Fall nervig. Ich hoffe, das wird bald behoben. Und ich hoffe, das ist nicht einer der verzweifelten Versuche, irgendwie Skriptautomatisierung von Schleifenquests zu unterbinden, der jetzt wieder nach hinten losgeht, so dass die User Experience sinkt im Spiel. Okay. Ich meine, man kann Skripte auch anders detektieren. Okay. Gleichförmigkeit von Klicks zum Beispiel. Wenn Klicks immer in der gleichen Art und Weise durchgeführt werden und immer mit gleichen Zeitabständen und sowas. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, so ein Skript zu detektieren. So, zum Sommer-Event. Gucken wir uns doch erstmal die Ankündigung an. Die Ankündigung, die habe ich doch auch noch irgendwo offen. Das Sommer-Event in Forge of Empires. Ja, Sommer-Event 2022. Es gibt neue Designs. Einen gelangweilten Piraten mit einem Ara auf der Schulter und eine enthusiastische, kraftstrotzende Piratin daneben. Und die Ankündigung zeigt uns, wenn wir ein bisschen runterscrollen, wieder, es wird weiterhin das Rad geben. Also wir können auch weiterhin am Rad drehen in diesem Jahr im Sommer-Event, um unsere Hauptpreise einzusammeln. Das bedeutet allerdings auch, dass es keinen Tagespreis in diesem Sinne gibt beim Girlbrush Threepwood. Ehrlich? Guy und Girlbrush Threepwood. Ja, sehr geil. Vielleicht steht das auch irgendwo. Oder hast du dir das jetzt einfallen lassen? Oder sind es ihre tatsächlichen Questgebernamen? Ich habe es über sie überlesen, wenn sie es gesagt haben. Beim Einfall von dir. Ach so. Genau. Beim Hero Event, was ja dann als nächstes nach dem aktuellen Wildlife Event als auf den Live-Servern kommen wird, da heißt der Hauptcharakter auch irgendwie Primrose, glaube ich. Primrose irgendwas. Also das hatte ich beim Stream zum Hero Event gesehen und gelesen und ja, das stand da auch. Also da gab es halt auch so eine Anlehnung an andere Popkultur. Und wäre jetzt gar nicht so abwegig, wenn das jetzt Guy und Girlbrush Threepwood wären. Liebe Maus, mach keine Geräusche. So. Okay, also es geht weiter mit dem Rad. Und wir haben natürlich wie jedes Jahr neue Preise. Es wird einmal ein Bootshaus geben in 4x4 oder zweimal das Bootshaus in unterschiedlichen Ausführungen in 4x4 Größe, also gar nicht mal so groß die Eventgebäude. Dafür gibt es auch nur 8 Forge-Punkte und nicht gleich 12. Und das eine liefert Defense der angreifenden Armee, das andere Angriff. Also Verteidigung und Angriff der angreifenden Armee. Und dann nochmal in umgekehrter Form Angriff der verteidigenden Armee und Verteidigung der verteidigenden Armee. Okay. Sehe ich das richtig?
Doch, es gibt dieses Mal Güter, aber auch nur in geringer Zahl in dieser Bonuskiste. Entweder Güter des vorherigen Zeitalters oder des aktuellen Zeitalters. Und dann wahrscheinlich mit einer Wahrscheinlichkeit von 25% oder sowas, ich weiß es nicht. Ach nee, all the rewards. Okay. Man kriegt also alle Sachen. Und kriegt hier eben noch einen Defender Boost und hier einen Mess Supply. 2 Stunden Mess Supply Rush Fragment. Okay. Und ein Fragment für einen Upgrade Kit. Oh, das muss wohl überlegt sein, Leute. Das muss wohl überlegt sein, was man da wählt. Denn diese Kisten, die sind ja schon speziell. Also 25 Güter des vorherigen Zeitalters spricht für diese Kiste, weil die 25 Güter des aktuellen Zeitalters bekommt man in einer großen Menge, wenn man eine Burg hat, wenn man einen Frachter hat. Dann bekommt man ständig Güter des aktuellen Zeitalters. Wenn man regelmäßig DGG spielt, bekommt man ständig Güter des aktuellen Zeitalters. Die Güter des vorherigen Zeitalters werden irgendwann knapper und knapper. Was ist der Unterschied in den Kisten? Ja, das versuche ich ja gerade zu erklären. Huch, bin ich runtergerutscht. Also das spricht eigentlich eher für die linke Kiste, die Güter des vorherigen Zeitalters. Das Fragment für ein Aufstiegskit, also für ein Level, ist auch gut. Die braucht man sicherlich. Auch nicht so wenig. Und es kommt darauf an, wie lange ihr schon spielt. Also für mich persönlich. Ich habe an den Dingern keinen Bedarf, denn wenn man mal guckt, heißen die so? Nee. Wie heißen die Dinger denn? Irgendwas mit Kit. Irgendwas mit Kit. Plus 1 Kit und Renovierungskit. Ich habe 240 und 233 von den Dingern. Das heißt, ich könnte meine ganze Stadt aufs aktuelle Zeitalter bringen ohne Probleme. Das liegt einfach daran, dass ich schon seit über 8 Jahren Forge of Empire spiele. Dann kriegt man die Dinge einfach so zusammen. Aber, und ich bin halt auch in einem hohen Zeitalter, also ich brauche halt auch nicht mehr viele. Wenn man jetzt neu anfängt, sind sie super, super wichtig und man hat immer zu wenig. Das spricht wiederum für die Kiste. Die Güter sind nett, aber nicht so unbedingt notwendig, wenn man regelmäßig DGG spielt, wenn man seine legendären Gebäude einsammelt und so weiter, kriegt man ja auch genügend Güter. Vorräte heißen die, nicht Güter, Vorräte. So, gegen diese Truhe spricht der 30-prozentige Verteidigungsboost. Den braucht man nicht, den braucht niemand. Und das sage ich aus voller Überzeugung. Und dafür spricht aber das Fragment für den 2 Stunden Supply Rush für die Kiste. Denn diese 2 Stunden Mass Supply Rush kann man immer mal gebrauchen, um in den Events schneller durchzukommen. Und ich bin mir relativ sicher, dass Josie und Pi auch gerade welche eingesetzt haben. Vielleicht nicht von den 2 Stunden-Dingern, aber von irgendwelchen Mass Supply Rushes haben sie bestimmt welche eingesetzt, um schneller durch die Event-Questline zu kommen und tagesaktuell zu werden. Blaupausen kommt drauf an, sind okay. Ist halt die Frage, was für Blaupausen? Können das alle sein? Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nur bis zum eigenen Zeitalter, so wie bei den Gütern. Ist es nicht so gut, weil vom eigenen Zeitalter hat man meist die Blaupausen. Und aus den höheren sind die eher Mangelware.
Und Gildengüter wahrscheinlich auch aus dem eigenen Zeitalter. Ja, kann man eigentlich immer brauchen. Also ich würde sagen, das gleicht sich, das ist relativ ausgeglichen. Ist beides gut, aber nicht unbedingt 100% notwendig. Die beiden Sachen sprechen mehr für die Kiste, ja, für dieses Gebäude, also Fragment plus 1 Kit und Güter des letzten Zeitalters. Der Mess-Supply spricht eher für das. Und wenn man nochmal ins Detail geht, hier unten sind die nochmal detailliert erklärt, dann sehen wir hier auch nochmal einen Unterschied. Also mal gucken, ob ich sie beide. Also ich vergleiche jetzt mal Space Age Jupiter Moon, also letztes Zeitalter. Beide haben die gleiche Zufriedenheit. Beide haben die gleiche Einwohnerzahl. Klar, die gleichen Punkte geben sie auch. Allerdings, das ist hier der Angriff der angreifenden Armee, das sind nur sind 17%. Die Verteidigung der angreifenden Armee sind 21%. Also hier hat man mehr von. Verteidigung der verteidigenden Armee oder Angriff der angreifenden, der verteidigenden Armee rede ich nicht drüber. Das ist egal. Braucht niemand. Münzen sind wieder gleich, Medaillen sind gleich, Forgepunkte sind gleich und die Kiste gibt es auch jeweils. Nur eben, ja, bei dem immer die, bei dem immer die. Also ich würde sagen, die Kiste spricht eher für das blaue Haus und die, nee, nochmal. Defense, ja doch. Die Kiste spricht eher fürs blaue Haus. Und dann kommt es drauf an, habt ihr eher einen Mangel an Verteidigung der angreifenden Armee oder einen Mangel an Angriff der angreifenden Armee? Weil dann würde sich für manche von euch sicherlich mehr das grüne Haus nutzen, lohnen. Das grüne Haus sieht cooler aus, das finde ich auch. Das blaue sticht irgendwie, also sieht irgendwie komisch aus. Also zumindest so sieht es komisch aus. Das Grüne mit dem grünen Untergrund sieht auch irgendwie komisch aus. Aber das fügt sich besser ein irgendwie ins Bild, habe ich so das Gefühl. Und Grün wirkt eher wie eine Farbe, also die so wirklich auch auf einem Dach wachsen könnte. Ich finde es nett designt mit diesem Boot. Sieht aus wie es, als sei es ein ausgeschlachtetes, umgebautes Boot, was zu einem Haus gemacht wurde. Also finde ich wieder wirklich sehr, sehr schön designt. Beide Häuser, beide. Nur die Farbe finde ich unten ein bisschen schöner, ehrlich gesagt. Ansonsten sind die ja nahezu gleich, die Gebäude. Was meint ihr? Welches würdet ihr lieber nehmen? Blau oder grün? Wisst ihr was? Wir machen eine Abstimmung. Und ihr könnt abstimmen für blau oder für grün. Jetzt wäre natürlich gut, wenn ein Mod die Abstimmung starten könnte. Ihr könnt ja mal gucken, ob das geht. Aber falls es nicht geht, ich starte sie. Ich starte sie trotzdem. Oh, liebe Maus. Okay, wir machen eine Abstimmung. Eine neue Abstimmung. Und zwar, welches Gebäude interessiert euch mehr? Option Blau, Option Grün. Dauer 5 Minuten, los geht's. Also. Okay. Gut. Also ich tendiere zu grün, weil ich die Angriffskraft der angreifenden Armee höherwertiger finde. Und weil mich das Mess Supply Fragment,
weil das für mich persönlich ein bisschen sinnvoller ist, weil ich schon genügend von diesen Plus-1-Kits habe. Das ist natürlich nett, aber ja, ich bleibe eigentlich lang genug in den Zeitaltern, um da viel einzusammeln. Und bis das nächste Zeitalter kommt, ich bin jetzt im aktuellen Zeitalter, wird meine Kasse wieder so voll sein, dass ich da wahrscheinlich auch kein Problem haben werde mit den Gütern des Previous Age. Also würde ich eher auf das gehen, obwohl es weniger ist. Für mich persönlich. Okay. Ja, stimmt gerne noch weiter mit ab. Ich wollte mir mein Getränk auffüllen. Ich wollte mir mein Getränk wieder auffüllen. Hier kommt die Maus. Ja, manchmal kommt die Maus und will sich einfach ins Geschehen drängen und sagen, hey, ich bin auch noch da und ich disconnecte mich jetzt und connecte mich wieder. Der Klüger kippt nach. Der war ein bisschen flach. Der war ein bisschen flach, Aldrin. Okay, also ich schaue noch mal, was ihr so geschrieben habt. Genau, das grünliche Haus sieht cooler aus. Vom Haus, das reizt Onata zumindest das blaue Meer. Stimmt, Turwall, man bekommt die Güter des vorherigen Zeitalters jetzt ganz gut über die Bühnen die Bühnen der Zeitalter. Also wenn man davon relativ viele ansammelt. Und es macht ja zumindest den Anschein, als würde es immer wieder neue Bühnen der Zeitalter geben in den verschiedenen Events. Diamantrix schreibt, es spricht alles für den Buccaneer. Das wäre das Blaue. Okay. Also so finde ich total in Ordnung, dass ihr da geteilte Meinung zu habt, was für euch sinnvoller ist. Weil ich bin halt auch wirklich der Meinung, da muss man halt wirklich gucken, was für euch persönlich mehr Sinn macht. Weil beide Gebäude haben Vorteile in gewissen Bereichen. Und bei manchen anderen Events gibt es halt eigentlich nur eine Option. Es gibt diese typische Forgepunkt- oder Angriffskraftoption. Die gibt es halt auch öfter. Aber hier ist es halt, Forgepunkte sind bei beiden gleich und man muss sich genauer angucken, was für einen passt. Genau, 10 Leute haben schon abgestimmt. Stimmt gerne noch mit ab. Was interessiert euch mehr? Was würdet ihr euch eher stellen? Das blaue Piratengebäude oder das grüne Bootshaus? Genau, im Endzeitalter habe ich genug Plus-1-Kills, das ist richtig. Für mich kommt das blaue nicht so oder weniger in Frage. Bekommt man beide Häuser im Event voll oder nur eins? Also ich würde davon ausgehen, dass man nur eins schafft. Wir können ja mal eben gucken, was die Anforderungen sind. Wir haben die Kids hier und du siehst schon, Aldrin, man muss auf Stufe 11 ausbauen. Also ich bezweifle, dass man zwei davon vollkriegt. Ich denke, da wird nur eins gehen. Zwei wird nicht gehen, nicht ohne den Einsatz von Diamanten. Von daher muss man auswählen. Und auch wenn man zwei hat, muss man noch auswählen, ob man sich nicht für zwei des gleichen Typs entscheidet. Ja, der Buccaneer hat mehr Bums. Ja, der hat vielleicht auf den ersten Blick mehr Bums, aber ich bin nicht der Meinung, dass der wirklich mehr Bums hat. Ich versuche hier mal ein bisschen Ordnung zu schaffen. Ja, doch, was anderes wollte ich noch erwähnen. Ja, was anderes wollte ich noch erwähnen. Ich bin nicht der Meinung, dass er unbedingt mehr Bums hat. Der Buccaneer hat zwar auf den ersten Blick mehr Bums, weil er einen höheren Prozentwert hat hier an der Stelle als das
Deadman's Bootshaus. Aber du musst halt immer beachten, die Angriffskraft zieht halt zuerst. Und du bist halt der Herr deiner Aufstellung. Und wenn du eine gute Aufstellung hast, wo der Gegner nicht zum Zug kommt. So, wofür wäre jetzt die... Ah. Okay, komme ich noch nicht mit. Also der Gewinner ist grün. Die Mehrheit der Leute ist für grün. Ich kann den Poll nochmal reinziehen. Das ist das Ergebnis. 9 haben für grün gestimmt und 4 für blau. Ja, danke, dass ihr mitgemacht habt bei der Abstimmung. Aber die Meinungen sind zumindest, also blau hat auf jeden Fall auch ein paar Argumente und nicht für jeden ist grün das Sinnvollste. Genau, aber was ich sagen wollte, das mehr Bums würde ich nicht unbedingt sagen. Wie gesagt, du bist halt der Herr darüber, wie du deine Aufstellung machst. Und wenn du beispielsweise kämpfst mit 2 Schwebepanzern und 6 Agenten und der Gegner kann dich zuerst angreifen, dann schießt er deine Agenten an, wandelt die Agenten um. Aber du kriegst keinen Schaden. Dann kommst du zum Zug. Dann zieht deine Angriffskraft und im Idealfall zerstörst du einen Großteil der Gegner in diesem Zug. Wenn du einen großen Teil der Gegner zerstört hast, dann zählt wieder deine Verteidigungskraft. Da ist halt die Frage. Im Idealfall zerstörst du einen Großteil der Gegner und du kriegst nur noch wenig Schaden, weil nicht mehr so viele Gegner übrig sind. Dann ist die Verteidigung gut, die dich dann davor schützt, noch mehr Schaden zu nehmen. Aber du kommst zuerst zum Zug. Du kommst halt immer zuerst zum Zug. Deswegen zählt aus meiner Sicht der Angriff ein Stück weit mehr als die Verteidigung der angreifenden Armee. Und nicht nur ich sehe das so, sondern auch Inno scheint das so zu sehen. Und deswegen geben sie auch mehr Verteidigung als andere Angriff. Genau. Also das ist zumindest meine Ansicht dazu. Und deswegen würde ich nicht unbedingt sagen, dass das Blaue wirklich mehr Bums hat. Ja. Guten Abend, Bali. Ich bin doch nicht mehr der Chef. Bali ist in meiner Gilde. Und ich war ja mal einer der Gildenleiter. Und jetzt nicht mehr. Aber er nennt mich liebevoll immer noch Chef. Ja. Gibt wieder nur noch Kolosseum oder Babel. Da ging es um die Blaupausen, nehme ich an, Thyrawal. Ja, das ist halt die Frage. Was für Blaupausen gibt es denn da an der Stelle? Ich vermute... Die Blaupausen bis zu deinem Zeitalter, nicht die höheren. Für 4x4 ist es ein echt heftiges Gebäude, ja. Für so kleines Gebäude ist es wieder echt gut, denke ich auch. Denke ich auch. Okay. Rot oder blaue Pille? Die Matrix-Anspielung. Blaues oder grünes Gebäude? You have to choose. Jetzt hätten noch die Gebäude hier über meinen Händen schweben müssen, ne? Das wäre dann ein krasser Effekt. Für den nächsten Stream muss ich sowas bauen. Nee, kriege ich nicht hin. Kann ich nicht. Bali schreibt auch, er würde immer auf Angriff der angreifenden Armee gehen. Wahrscheinlich mit dem gleichen Argument. 11 Stufen für so ein läppisches kleines Gebäude. Und daher kommt der Fail, nehme ich an, den Herr Freakman gemacht hat. ja, tatsächlich 11 Stufen, das ist ganz schön viel. Also man muss da ganz schön viele Kits sammeln. Aber ich nehme mal an, das wird wieder so ausbalanciert sein, dass man eigentlich
zu 90% es auch schafft. Also 90% der Spieler das schaffen. Was ist FOE? Die Abstimmoption. Naja, also wer jetzt hier in einem Forge of Empires Stream zuschaut, Aldrin, der kann natürlich zuschauen, weil ich so eine schöne Stimme habe, die so schön scheiße sich gerade anhört. Oder weil ihn die Themen bei Forge of Empires interessieren. Oder sie. Okay. So, Marc schreibt etwas Längeres. Meines Erachtens fällt die Wahl auf das Gebäude, welches man für sich benötigt. 12-21% Verteidigungsbonus für die angreifende Armee oder 8-17% Angriffsbonus für die angreifende Armee. Stadtverteidigung spielt keine Rolle, stimmt. Man wird nur eins und ein Kit zusammenbekommen. Alles weitere nur mit Dias. Genau, das trifft meine Einschätzung. Angriff ist die beste Verteidigung. Ja, genau, meine ich auch. Kann man dafür die Bühne der Zeitalter einmotten? Warum, Gandalf? Ich würde sagen, nein. Weil man kriegt halt nur eins davon. Und die Bühnen der Zeitalter, da kann man sich halt viele von aufstellen. Und das sind wirklich sehr gute Eventgebäude, wovon man eben viele bekommt. Und ja, über die Tagespreise eben ja, seine Städte damit eigentlich vollstellen könnte, wenn man denn so eine eintönige Stadt haben will. Aldrin schreibt nämlich auch, er hat noch 7 Bühnen der Zeitalter im Inventar, die gebaut werden wollen. Richtig. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht auch nicht. Friedman, ich weiß es nicht, wofür das Fail war. Ich weiß es nicht. Vielleicht hast du auch... Nee, du bist ja kein Mod bei mir. Du bist ja kein Mod. Du hast nur letztens gesagt, dass Moderatoren keine Abstimmung starten können, sondern nur Creator das können. Aber ich möchte sagen, ich habe gelesen, dass Moderatoren auch Abstimmungen starten können. Und das wäre halt auch so eine Sache, die könnte man ganz gut abgeben. Und man müsste sich dann nicht mal eben auf dem zweiten Bildschirm mit Tippen beschäftigen. Und vielleicht haben ja die beiden Mods, Tyrawal und Alec, da mal Lust drauf, das sich da mal einzufuchsen und mal nachzugucken, ob sie das machen können. Also, ob sie das Recht dazu haben. Genau. Ja, Gandalf, mit dem Platz, das ist halt immer die Frage, ne? Wo bringt man was über? Wo bringt man was unter? Nicht über. Ja, Tyrawal. Kann ich verstehen? Dass du noch nicht rausgefunden hast, wie das geht oder wo das geht? Weil in dem Moderationsmenü, da habe ich es zumindest auch nicht gesehen oder wüsste zumindest nicht, wie. Vielleicht ist es auch irgendwo anders. Keine Ahnung. Da müsste man sich mal nochmal mit näher auseinandersetzen, um das rauszufinden. Oder es kann auch sein, dass es tatsächlich so ist, wie André meinte, wie Friedman meinte, dass da doch das Recht Creator benötigt wird. Und dann könnte ich das ja euch vielleicht auch noch geben. Co-Moderatoren stehen bereit. Ja, Alec, möchtest du gerne Co-Moderator sein? Sollen wir ins Discord gehen? Möchtest du für mich weiterreden? Jetzt, wo meine Stimme so ein bisschen lahmt? Können wir gerne machen. Also, mich unterstützen. Beim Reden. go, go, go.
Co-Modus, Co-Mods, Co-Mods. Ja, okay, verstehe. Ja, danke, danke dir, Alec. Vielleicht guck gerne nochmal, ob du es irgendwo findest. Ja, ich wüsste es halt jetzt auch noch nicht. Du hast ja schon was rausgefunden, was ich noch nicht wusste. Vielleicht findest du das auch. Alec, vielleicht findest du es auch. Wenn man seine Kampf-LG ausgebaut hat und man genügend Verteidigung der Angreif hat man genügend Verteidigung der angreifenden Armee. Aber mit den Kampf-LGs macht man doch vor allem Angriff. Nee, stimmt nicht. Die machen ja beides. Die machen ja Angriff und Verteidigung der angreifenden Armee. Wie bereits erläutert, kommt es darauf an, beim eigenen Angriff so viel Schaden zu machen wie möglich. Dafür ist der Angriffswert der angreifenden Armee entscheidend. Genau, Bali. So sehe ich das halt auch. Okay. Diamantrix und Lion sind Best Buddies. Ihr macht Co-Moderatoren. Ja, dann los. Kommt ins Discord. Okay, dann schauen wir mal weiter. Was gibt es noch Sommer-Event noch her? Wir haben uns ja jetzt nur mit den Gebäuden auseinandergesetzt. Sind ja noch gar nicht weit gekommen. Also mit den Hauptgebäuden. Was gibt's noch? Ein Sommer-Bonuspreis. Neben den großen Preisen. Schauen wir mal, ob wir das finden. Das ist hier wieder bei dem Claim, genau. Da gibt es wieder eine zweite Leiste, so wie jetzt schon beim Wildlife Event, was aktuell läuft. Und hier sehen wir auch, da ist der Wunschbrunnen auf der Leiste, auf der Diamantenleiste und unten wird es dann wahrscheinlich wieder keine Wunschbrunnen geben. Ein Schachmattplatz, auch nicht schlecht. Na, wie heißen sie auf Deutsch? Schildwachten. Hier gibt es einen Avatar. Den wird man dann nur kriegen, wenn man Diamanten einsetzt. Das finde ich interessant, finde ich nicht schlecht. Das erste Gebäude habe ich noch ignoriert, das gucken wir uns gleich nochmal an. Unten habe ich noch keinen Wunschbrunnen gesehen. Hier gibt es oben einen Wunschbrunnen-Schrumpfkit. Da kommt schon der nächste Wunschbrunnen oben. Und wahrscheinlich wieder ein Schrumpfkit. Und unten gibt es keinen Wunschbrunnen. Und noch ein Wunschbrunnen. Okay. Also, wer Diamanten einsetzt, bekommt auch Diamanten wieder. Weil er viele Wunschbrunnen bekommt. Drei Stück. Oder, naja, gut. Um bis hier hinzukommen, muss man dann auch noch zusätzlich wahrscheinlich hier die Poké-Dollar, die Dublonen kaufen. Um so weit auf der Leiste zu kommen. Genau. Okay, hier gibt es auch noch was Neues. Gut, gehen wir weiter über die Ankündigung. Sorry. Okay. Dann gibt es den Forge Fountain. Das ist dieses Gebäude. Und den fand ich auf den ersten Blick sehr interessant und auf den zweiten Blick nicht mehr so interessant. Dazu hatte ich ja auch ein Bild gepostet, was der kann. Allerdings habe ich das hier noch nicht, also das hatte ich noch überlesen. Hier steht nämlich: This building boosts your Forge Point Collection by 10% for 5 days. Also, der Boost für 10% ist ein Kracher, würde ich sagen. Es kommt darauf an, wo der Boost überall zieht. Aber wenn er nach 5 Tagen vorbei ist, okay, der Reiz ist verloren. Danach gibt er eben nur noch Zufriedenheit und sieht auch ein bisschen abgeranzt aus. Nicht mehr so schön wie hier. Da sind dann die Forge-Punkte hier oben oder der große goldene Forge-Punkt ist dann zerbrochen und rissig. Okay. Ja. Ich sag. Mit dieser, genau, Activity
Activate Time 5 Days, steht da oben, Limited Building. Mit diesem Limit hat er seinen Reiz verloren, aus meiner Sicht. Was sagt ihr? Wie empfindet ihr das? Findet ihr das Gebäude für euch interessant? 10% der Forge-Punkt-Einsammlungen zu erhöhen? Oder nicht? besteht die Möglichkeit, 20.000 Kanalpunkte zu spenden, aber einen anderen, der nicht genügend Kanalpunkte hat, zum Co-Moderator zu machen. Also André, das kommt darauf an, ob der andere das will. Und es wäre schön, wenn ich vorher wüsste, um wen es geht. Genau. So, ja, genau, also tatsächlich sehe ich das The Aldrin, das hat seinen Wert, das entwertet es total, dass es nur 5 Tage zieht, also dass es nur 5 Tage möglich ist. Entwertet das Gebäude total, sonst wäre das ziemlich gut gewesen. Und ich hatte dann schon überlegt, okay, ich stelle mir das Gebäude auf und dann gucken wir mal, wo sind denn diese 10%, wo kommen die denn überall drauf, was kann ich denn überhaupt zeigen, weil so viele Gebäude habe ich ja gar nicht, ich habe jetzt kein legendäres Gebäude, wo ich gucken kann, ob es da funktioniert. Okay, ich habe mein Hauptgebäude, das hat 6 Forge-Punkte, 10% obendrauf, wären eigentlich 6,6, ergo müsste das eigentlich dann 7 Forge-Punkte geben. Wir könnten probieren, in den Gildengefechten was zu machen. Leider sind die gerade inaktiv. Das heißt, wir können in den Gildengefechten keinen Preis gewinnen mit Forge-Punkten, die dann vielleicht erhöht werden. Man könnte hier versuchen, in der PvP-Arena ein bisschen was zu spielen und da vielleicht Forge-Punkte zu gewinnen und vergleichen. Vorher, nachher wird es da drauf angewendet. Wird es angewendet auf legendäre Gebäude? Wird es, also was, wo es wahrscheinlich nicht drauf angewendet wird, ist wahrscheinlich auf die Burg oder den Relikttempel, also diese Sonder. Na, Relikttempel vielleicht schon, weil beim Relikttempel sammelt man ja auch was ein. Man sammelt die Relikte ein, es ist also eigentlich eine Collection. Aber es ist keine direkte Forge-Punkt-Collection. Eigentlich sammelt man das Relikt ein. Und in dem Relikt könnten dann Forge-Punkte drin sein. Also wahrscheinlich zieht es da nicht. Bei der Burg kämpft man und kann Forge-Punkte gewinnen. Wird da wahrscheinlich auch nicht zählen. Ich würde sagen, es zählt aber bei legendären Gebäuden. Es zählt bei Event-Gebäuden, die man aufgebaut hat. Zum Beispiel hier. Jetzt in 42 Minuten müsste dieses Gebäude eigentlich dann 12 Forge-Punkte geben. Ja. Und weil es aber so schlecht ist, zweifle ich jetzt daran, ob ich das überhaupt ausprobieren soll. Also weil es nur für 5 Tage gilt. Eigentlich hatte ich vor, das auszuprobieren. Diese Leiste hier freizuschalten für 1200 Diamanten. Das Gebäude zu stellen und zu gucken, werden hier aus 11, 12, werden hier aus 6, 7 Forge-Punkte. Bei 2 wären es 2,2, dann müsste es eigentlich unter die Rundung fallen und dürfte keine 3 geben. Das hatte ich eigentlich vor. Aber wenn es nur für 5 Tage gilt, lohnt sich das nicht mal auf der Beta, das Geld dafür auszugeben. Meiner Meinung nach. Also das Geld, die Diamanten dafür auszugeben. Auf der Beta
bekommt man ja immer mit jedem neuen Event ein paar Diamanten auch gut geschrieben. Ich glaube 1000. Und kann das dann also auch ohne größere Sorgen einsetzen. Aber es lohnt sich halt kaum. Dann würde ich lieber die Diamanten aufsparen für ein neues, anderes Event, wo es dann was gibt, wo es sich eher lohnt, das auszuprobieren. Jetzt könnten wir nochmal eine Abstimmung machen. Ob ihr wollt, dass ich die Diamanten ausgebe. Ich würd's machen. Also ich würde es machen, wenn ihr sagt, ihr wollt es. Machen wir nochmal eine kurze. Wie heißt das Ding? Wie heißt das Ding? Forge Fountain. Stell die Umfrage wieder für 5 Minuten. Für 5 Minuten, um das mal deutlicher zu sagen. Und sagt mir einfach, ob ich es machen soll. Ja, man kriegt ja hier immer Diamanten. Also ich würde es machen, aber eigentlich lohnt sich's nicht. Okay. Hau Dias raus. Ist doch nur Beta. Genau. Also sagt's mir. Also ich hab's hier für die tanzenden Mädchen gemacht beim letzten Mal, aber das ist halt auch ein gutes Gebäude, ne? Ist halt auch gut. Ja, dann schauen wir mal weiter. Ankündigung, Ankündigung. Es gibt die Piggy Bank. Jetzt muss ich, glaube ich, mal ran. Das ist das hier. Und meine Vermutung war, sofern man so ein Schweinchen hat, kriegt man dafür irgendeinen Preis. Also wir hatten ja beim letzten Mal, beim letzten Stream bin ich ja schon auf die Betas, in den Beta-Spoiler-Bereich gegangen. Und da hatte ich ja schon die Vermutung geäußert, dass es so ähnlich funktionieren wird wie der Rentierschlitten beim Winter-Event. Also dass man halt hier jetzt statt Rentieren einfach Sparschweine bekommt und am Ende muss man halt Diamanten dafür ausgeben, um die ganzen Preise, die man jetzt hier zusammen hat, einzusammeln. Ich drehe jetzt ein paar Mal am Rad. Einem neuen Rad. Das Rad ist erledigt. Ist ja nur Beta, deswegen drehe ich jetzt am Rad. Das Rad ist auch nicht so gut. Auch nichts drauf, was ich will. Und da ist zumindest schon mal dieses Piraten versteckt drin. Da können wir das mal versuchen. Und wir haben das Piratenversteck gekriegt und damit auch ein Schweinchen. Schweinchen ist im Inventar und tatsächlich. Also man muss. Ah, hallo Manu. Hallo die Manu. Schön, dass du mir folgst. Danke dir für dein Follow. Willkommen im Stream. Also es ist tatsächlich so, man bekommt die Preise nur für den Ei oder. Ja, gegen den Einsatz von insgesamt 3000 Diamanten. Ich glaube, die 3000 Diamanten, es ist der gleiche Preis wie beim Rentierschlitten. Und ich glaube, man bekam auch beim Rentierschlitten 8 Rentiere eingesammelt mit 8 verschiedenen Preisen. Also wenn ihr das einsammeln wollt, wenn ihr diese 3000 Diamanten da ausgeben wollt, dann macht erstmal die Leiste hier voll. Wichtig, aber es ist jetzt nicht ganz billig. Und ihr bekommt halt hier wahrscheinlich auch immer wieder unterschiedliche Preise. Zumindest ist es beim Winter-Event so, ihr bekommt halt immer andere
Kits hier und man bekommt halt nichts vollständig. Und deswegen ist ja halt der Preis auch nicht so mega gut. Du merkst gerade, dass Staubvogel dich hierher geleitet hat. Ja, das hat sie wohl. Genau, stimmt. Schön, dass du jetzt auch hier dabei bist. Freut mich. So, jetzt schauen wir mal, wie die Abstimmung so läuft. 7 sind für Ja, für Ausgeben, 6 dagegen. Also ein leichter Überhang für diejenigen, die wollen, dass ich meine Diamanten einsetze, um hier die zweite Leiste freizuschalten, um diesen Forge Fountain mir mal näher anzuschauen. Ja, freut mich, dass so ein Raid natürlich auch bedeuten kann, dass neue Zuschauer hinzukommen. Und vielleicht schaust du ja auch beim nächsten Mal mal wieder rein, Manu. Gut. Gibt es noch was in der Ankündigung? Piggy Bank? Event Surprise Boxes? Was ist das? Diese, ist das die Kiste? Ja, das ist die Kiste. Das ist die Kiste. Okay, also jetzt haben wir 10 Stimmen für Ja und 7 für Nein. Dann schaue ich es mir an. Genau, das ist die Event Surprise Box. Ja, die gibt's natürlich auch. Die gibt es ja jetzt in jedem Event und die hilft dann auch dabei, dass man auch das Gebäude jeweils vervollständigen kann. Und neben dem eigentlichen Kit, was da drin ist, gibt es ja auch immer noch ein paar andere Preise. Schauen wir mal, was in der aktuellen Box drin ist. 10 Forge-Punkte sind drin. Nochmal 10 Forge-Punkte. War das jetzt ein Bug? War das wirklich der Inhalt? Hätte nicht noch mindestens die Ankündigung von dem Kit kommen müssen? Boathouse? Kein Boathouse-Kit. Zweimal 10 Forge-Punkte waren da drin. Warum nicht einmal 20 Forge-Punkte? Okay. Das war jetzt eine Enttäuschung, würde ich sagen. es gibt nicht mehr die Box. Ja, nur 2x 10 Forge-Punkte. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das nicht beabsichtigt ist. Ach so, we will no longer. Okay. Ich habe das falsch gelesen. Okay, die Kiste wird also abgeschafft und deshalb ist die letzte Kiste halt auch nicht besonders wertvoll. Okay. Gut. Die Frage ist, was es bedeutet. Ändern Sie damit Ihre Policy zurück? Dass man das Hauptgebäude nur sicher mit der Kiste fertig kriegt? Und wird es jetzt unsicherer ohne Kiste? Oder kommen sie den Spielern eher entgegen und man kriegt das Hauptgebäude jetzt wieder sicherer fertig? Aber auch als neuer Spieler hat man bessere Chancen, wo man die Kiste noch nicht hat, das fertig zu kriegen. Es wird so werden, wie es vor der Kiste war, meint Mark. Okay, dann das würde dann bedeuten, man braucht die Kiste nicht mehr so dringend, um das Eventgebäude voll ausgebaut zu bekommen. Und neue Spieler haben einen besseren Anreiz an der Stelle beim Event mitzumachen und das auch zu schaffen. Ist, denke ich, okay. Also wenn das so ist, dann ist es okay.
wenn sie einfach nur die Kiste rausnehmen und es genauso schwer bleibt, das Eventgebäude voll zu machen, dann finde ich es nicht so gut. Nachvollziehbarerweise, aber das werden dann, glaube ich, alle nicht besonders gut finden. Hast du da Insider-Infos, Marc? Hast du da Kontakt über jemanden von Inno, der dir das gesagt hat? Ich meine, was jetzt hier drin steht, das spielt ja zumindest nicht, ja, ensure that it's still possible. Ja, still possible ist es ja immer. Ja, also es ist ja auch possible, wenn du nur zu 10% das Gebäude voll ausgebaut kriegst, dann ist es ja auch still possible. Aber vorher war es, vor der Kiste war es halt sehr sicher, dass du es ausgebaut kriegst. Und mit der Kiste brauchtest du dann die Kiste eigentlich. In vielen Fällen. Ups, sorry. Genau, deswegen sagt es meiner Meinung nach nicht so viel aus. Also es sagt zumindest, sie werden das Balancing wieder ein bisschen adjusten. Okay, schauen wir mal. Schauen wir mal, das wird dann wahrscheinlich nur die Erfahrung zeigen, ob es wieder wirklich so wird wie vorher. Wenn man mal ein Event nicht durchspielen kann wegen Urlaub, dann bekommt man das nächste Set nicht zusammen. Genau, ja, die Chance ist dann auf jeden Fall geringer, wenn man ein Event nicht durchspielen kann, auf jeden Fall. Und auch wenn man zum Beispiel ein Event nicht durchspielen mag, weil man sich für die Preise nicht interessiert oder das Event einfach nicht mag. Ja. Also es gibt ja viele Leute, die zum Beispiel jetzt gerade beim Wildlife-Event sagen, ja, das Event mag ich nicht, das spiele ich nicht. Oder spiele ich nur auf meiner Hauptwelt, aber nicht auf den Nebenwelten. Und dann kommt irgendwie das nächste Event und da wollen sie das Hauptgebäude dann unbedingt haben und das Eventspiel macht auch mega Spaß. Aber es geht nicht, weil am Ende die Kiste fehlt. Das ist natürlich dann auch enttäuschend. Von daher verstehe ich, dass sie die wieder rausnehmen. Okay. Gut, dann schauen wir uns mal das Gebäude an. Wir klicken auf Claim. Ich gebe 1200 Diamanten aus. Kommando zurück. Nochmal, was sind diese minus 30%? Was ist das? Das hat doch immer 1200 Diamanten gekostet. Oder? Das hat auch immer 1200 Diamanten gekostet. Diese zweite Reihe jetzt freizuschalten. Kann ich das sogar gerade gucken? Kostet nicht das nicht hier auch 1200 Diamanten? Na klar. Warum steht da minus 30% dran? Ist das nur so ein Anreiz? Das ist doch Quatsch. Das ist doch Blödsinn, dass da minus 30% dran steht. Weiß ich nicht. Mag ich nicht. Mag ich nicht, hier Preisschilder dran zu machen oder extra Sonderbonus-Preisschilder, wenn es eigentlich totaler Unsinn ist. Ja. Okay. 1200 Diamanten eingesetzt. Geclaimed. So. Ich nehme an, ab Baubeginn. 5 Tage. Schauen wir nochmal über die Stadt. Ich erwarte hier 12 Forge-Punkte und hier 7. Habe ich noch was? Hier nix, also 2 weiterhin. Da 6. Habe ich noch mehr? Ja, hier. Hier auch 7. Ich habe leider kein legendäres Gebäude, wo ich es ausprobieren kann. Habe ich Quests? Müsste 2 Leute plündern. Vielleicht gibt es hier irgendwo Forge-Punkte. Das wird schwieriger. Und hier gibt es nur Dublonen, glaube ich, als Preise. Okay. Okay.
Beim Wildpark-Event kostet es nur 1200, weil es nur 2 Wochen dauert. Beim Forge Bowl-Event waren es 1800. Okay, Celebthron, wenn das so ist. Aber wie lange dauert dann überhaupt das Event? Das dauert wieder einen ganzen Monat, oder nicht einen ganzen Monat, 21 Tage dauert es wieder. Okay, also weiß, habe ich nicht mehr in Erinnerung, aber ich könnte in meinen eigenen Streams nachgucken. Ich könnte in meinen eigenen Streams nachgucken. So. Das sind 24 Belagerungslager. Ja, aber ich baue doch hier eh keine Belagerungslager auf der Beta. Ich werde das auf meiner Hauptwelt nicht kaufen, Bali. Dann das investiere ich lieber in Belagerungslager bei uns. Glaub mir. Gut. Ich gucke bei Alex über, welches Spiel es ist. Das ist Valorant. Genau, also Alex spielt gerade öfter mal Valorant und das spiele ich auch mit ihr zusammen. Und wir haben auch mal zusammen mit Freakman einmal gespielt, eine Runde, und einmal mit Alec eine Runde gespielt, vor kurzem. Ja, wenn man sich da ein bisschen einfuchst, macht es eigentlich auch Spaß mit Valorant. Aber ist halt ein Shooter. Oder ein Magic-Shooter. Vielleicht kann man es so nennen. Wer ist Alex? Alex ist meine Frau. Okay. Alden wird Mod in 5-4-3. Warum? Merke, ach so, ja. Warum sympathisch, Alden? Ich bin sehr unsympathisch, hoffe ich. Nee, hoffe ich nicht. Hoffe ich natürlich nicht, aber dass noch so viele da sind, verleitet mich zumindest zu der vielleicht unrichtigen Annahme, dass der Stream nicht so schlecht ist. Okay. Gut, schauen wir mal. Jetzt setze ich es mal ein, baue ich es mal auf. Forge Fountain. Es ist natürlich sehr klein. Ja, klein ist das Gebäude. Bidit. Das heißt, man muss nicht viel Platz dafür I'll be schaffen. back. Oh, Pi. Musst du los? Musst du los? Musst du in den Lurk? Du hast meinen neuen Sound entdeckt. Okay, der Forge Fountain wird gebaut in 2, 1 und da. Er glänzt noch schön. Und da steht Decays in 4 Days. Und ja, plus 10% Forge.Collection. So. Und es funktioniert. Hier sind es 12 geworden. Das waren vorher schon 6. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Waren es hier vorher 6 und sind jetzt 7? Waren es hier vorher 5 und sind jetzt 6? Ah! Ich habe die Zahlen vergessen. Leute, jetzt bin ich unsicher. Jetzt bin ich unsicher. Erinnert ihr euch noch? Helft mir bitte. Aber ich bin der Meinung, das waren bei der Heldentaverne waren es vorher 11. Kann man ja nachgucken. Ist ja nicht so, dass wir hier ganz im Nichts sind. Man kann ja im Wiki gucken. Fandom Wiki. Heldentaverne, das ist das
noch kommende Event, das hier noch gar nicht drauf sein wird, oder? Ha, das ist natürlich von Nachteil. Von Nachteil, da müssten wir erstmal auf die Beta-Events gehen. Und die findet man vielleicht nicht so leicht, wenn das jetzt hier nicht so einfach geht. Nee, leider nicht. Dann HQ waren 6. Ja, HQ sind immer noch 6, deswegen. Es sind weiterhin 6. Es kann natürlich sein, dass es auch weiterhin 6 anzeigt und erst beim Einsammeln dann 7 bei rumkommen. Kann sein. Es muss ja nicht die Anzeige beeinflussen. Kann auch sein, dass ich mal neu laden muss. Oder es beeinflusst noch nicht die Anzeige. Bleibt bei 6. Aber 20 Minuten bin ich auch noch da. Also wir werden es auch noch live sehen, ob es funktioniert. Ob es einen Effekt hat auf diese Gebäude. Fiore Village, Level 8. Das muss ich doch rausfinden können. Fiore Village. Schauen wir mal. Fiore Village. Oh, Suche, Suchfenster. Wo bist du? Da. Fiore Village. Stufe 8. Gibt 5 Forge-Punkte. Also gibt es hier jetzt einen mehr und der wird auch angezeigt. Okay, also es scheint sich doch auf die angezeigten Werte draufzulegen. Ich bin nämlich auch der Meinung, die Heldentalbeine hätte 11 gehabt vorher. Aber es gilt offenbar nicht fürs Rathaus. Warum gilt es nicht fürs Rathaus? Ist doch definitiv eine Forge-Punkt-Einsammlung, oder? Würde ich behaupten. Wenn es nicht fürs Rathaus gilt, gilt es dann für legendäre Gebäude? Wer weiß. Würde ich fast eher sagen, nein. Vielleicht gilt es nur für normale Stadtgebäude. Und das Rathaus ist ja kein normales Stadtgebäude. Und der Effekt mit den Forge-Punkten kommt ja über die über die Gildenstufe oder über die Botschafter. Also es ist zumindest keine ganz normale Forge-Punkte-Produktion wie in einem Eventgebäude. Und ja, legendäres Gebäude wäre schon auch irgendwie eine ganz normale Forge-Punkte-Produktion. Tja, kann ich jetzt aber leider nicht verifizieren, weil ich kein legendäres Gebäude habe, was Forge-Punkte bringt. Noch nicht. Okay. Ich muss euch nochmal kurz in die Pause schicken. Und danke für das Lob, Pommes Pirat. Und auch Aldrin. HQ waren 6. Ja, HQ bleiben 6. Komisch eigentlich. Oder schade eigentlich. Und ja, beim Hauptquartier oder bei den legendären Gebäuden wäre es jetzt interessant gewesen. Und wenn ich Quests mache, sind das Forge-Punkt-Einsammlungen? Naja, irgendwie schon, irgendwie aber auch dann wiederum nicht. Gute Frage. Aber ich muss gerade nochmal auf die Toilette. Legendäre Gebäude gehen nicht stand im Forum. Okay. Ja, baue einfach ein legendäres Gebäude, was Forge-Punkte bringt, wäre, glaube ich, nicht so einfach. Ach doch, ich könnte das Castle del Monte bauen. Aber das müsste ich ja dann erstmal auf Stufe 5 mindestens haben. Aber da Celeb im Forum gelesen hat, hat er es anscheinend schon rausgefunden, dass das für legendäre Gebäude nicht geht. So, jetzt gehe ich nochmal kurz auf Toilette und sage bis gleich. Ich freue mich, wenn ihr danach immer noch da seid. Und dann schauen wir uns den Rest vom Event an. Bis gleich. Hoffe ich natürlich nicht, aber dass noch so viele da sind, verleitet mich zumindest zu der vielleicht unrichtigen Annahme, dass der Stream nicht so schlecht ist. Okay,
Gut, schauen wir mal. Jetzt setze ich es mal ein, baue ich es mal auf. Forge Fountain. Es ist natürlich sehr klein. Es hat hier auch gereicht. Genau, in dem Geburtstagsevent, was als nächstes kommen wird, da liegen dann so Geschenke in der Landschaft herum. Aber die werden natürlich auch erst dann aktiviert, wenn das Event startet. Und dann kann man erst diese Geschenke einsammeln und nur in den Geschenken ist die Eventwährung drin. Das heißt, da braucht man, also es macht halt keinen Sinn, vorher Ereignisse liegen zu lassen, auch ein bisschen, bis sich das richtig aufgebaut hat, also bis es richtig aufgelöst ist. Den Speaker's Corner habe ich, ja. Den Speaker's Corner habe ich auf Denegu. Ups, nicht neu starten. Dort, Speaker's Corner. Ja, ich brauche ihn nicht aufbauen, der ist ja gut. Der hat ja plus 11 Angriffskraft, genauso wie so ein Schachmattplatz. Von daher ein gutes Gebäude. Und besser als eine botanische Rotunde. Wenige sind, aber wie gesagt, bei Bloodlanders sind es also wirklich alle richtig geil, was das Kämpfen angeht. Da geht es also richtig schnell und dennoch klappt das alles. Also da gibt es keine Streitereien, da macht jeder sein Ding hier. Wir haben da so eine Art auch mittlerweile ein paar bestimmte Teams, so die Nachtschicht, dann die Frühschicht und die Spätschicht. Da bin ich in der Regel nicht dabei, weil da schlafe ich ja. Dafür bin ich ja dann in der Frühschicht oder Sehr sagen wir es mal frühschichtig, so sagen. wo E-Helfer also in der Liste steht, von den Gebäuden, die meine blaue Galaxie fördert. Und danach drücke ich auf den Alles einsammeln-Knopf. Badehaus, verlassene Anstalten, habe ich Hauptstadt, alles. Ha, der Sound. Okay, also nochmal. Die Clips haben mich gerade daran erinnert, mal einen kleinen Aufruf zu machen. Und zwar, wenn im Stream irgendwas Lustiges oder Unterhaltsames passiert, dann macht gerne mal einen Clip von dem Stream und dann erscheint er vielleicht hier auch im Pausenbildschirm dann demnächst, euer geklippter Clip. Und dann haben wir da noch ein paar mehr in der Rotation drin. Und das wäre sicherlich schön. Also ich fände es schön. Und ja. Ich denke dann aber auch meistens nicht dran in dem Moment, dass ich sowas machen könnte. Ich kann das natürlich auch selber machen in meinem eigenen Stream. Aber das ist eigentlich auch nicht ganz so schön, wenn man das selbst macht. Finde ich. Die Clips aus seinem Stream. Okay. So. Okay. Celeb hat nochmal genau rausgesucht, was im Forum steht. Und zwar gelten die Boosts für jedes Gebäude individuell? Weil das. Genau, das Runden funktioniert eh nur bei Gebäuden, die Forge, also die 5 Forge-Punkte oder mehr haben. Das ist klar. Es gilt nicht für Great Buildings. Und es gilt anscheinend auch nicht fürs Hauptquartier. Und wenn Sie schreiben, es gilt für jedes Gebäude, dann gilt es
offensichtlich auch nicht für Einsammlungen aus Relikten, für Einsammlungen aus Ereignissen in der Stadtumgebung, für Einsammlungen aus Quests, sondern nur für Gebäude, aber nicht legendäre Gebäude. Das ist natürlich eine deutliche Einschränkung und das macht das Gebäude dann noch schlechter. Also ich glaube, dann könnten sie einfach das wegfallen lassen und nicht mal dann wäre es wirklich gut. Also diese Eigenschaft, dass es abläuft. Also wenn sie die wegfallen lassen, dann wäre es nicht mal dann wirklich gut, wenn man 10% oben drauf kriegt. Wenn das nicht für die anderen Gebäude gilt und nicht für all die anderen Möglichkeiten, wo man Forgepunkte einsammeln kann. So, Rucksäcke fertig packen, leihen. Dann wünsche ich dir auch noch einen schönen Abend. Und dann schlaf gut und so und dann eine gute Reise. Wir sehen uns bald in Potsdam. Naja, ein bisschen Zeit ist noch. Du meintest irgendwas Ende des Monats. Vielleicht sehen wir uns dann tatsächlich und vielleicht bin ich dann zusammen mit Lion in Lion Stream mal zu sehen, wenn Lion nach Potsdam kommt und wir durch die Stadt laufen. Schaut gerne, oh, gerne auch da mal rein. Okay. See you later, Alligator. Okay. Also Pommes Pirat, ja, das kann ich verstehen. Also ich kann das, deine Anmerkung zu den Stadtbesuchen. Ich mag Stadtbesuche eigentlich, aber Stadtbesuche kosten relativ viel Zeit. Und wenn man eigentlich was anderes machen will und selber vielleicht auch vorankommen will in dem, was man selbst für sich persönlich vorhat, dann ist so ein Stadtbesuch halt, wenn man den schön machen oder gut machen will, auch aufwendig. Und ich glaube, ich habe die Stadtbesuche aktuell noch an, aber ich würde sie jetzt zum Beispiel auch nicht machen wollen, wenn ihr jetzt Stadtbesuche einlöst, weil ich nicht allzu lange streamen wollte, weil meine Stimme eben doch nicht ganz so gut funktioniert. Und ja, weil die Zeit insbesondere jetzt am Abend immer auch ein bisschen begrenzt ist. Also es ist jetzt noch nicht so spät. Ich habe ja auch ein bisschen früher angefangen. Ich habe ja eine Stunde früher angefangen. Aber meine Stimme ist halt nicht gut heute. Es ist nicht so angenehm mit der Heiserkeit. Von daher würde ich nur noch weiter so das Event machen wollen und nochmal auf dieses Ticket, das andere Ticket eingehen, was ich noch geschrieben habe. Und dann würde ich Schluss machen wollen heute. Genau. Ja, wenn man genug Kanalpunkte hat, dann kann man das natürlich auch machen. Aber das ist so das Problem mit den Stadtbesuchen, das ich jetzt persönlich sehe, wo ich selber streame, dass man vielleicht einfach noch eigene Sachen voranbringen möchte. Und genau. Ansonsten finde ich Stadtbesuche auch gut und bin auch deiner Meinung, dass man da selber noch was lernen kann und Anregungen kriegt. Bin ich sonst auch deiner Meinung. Und manchmal findet man halt auch wirklich sehr, sehr, sehr schöne Städte. Manu, schön, dass du reingeschaut hast. Hat mich gefreut. Ich wünsche dir eine gute Nacht und bis bald. Ciao. Mach's gut. Okay. Nochmal räuspern. Was gibt's noch? Was gibt's noch? Nicht mehr so viel. Avatare, natürlich neue, schöne Avatare. Die beiden gibt's in der Questline und die gibt's als Bonuspreis. Den kriege ich ja jetzt auch. Den kriege ich jetzt auch. Den finde ich ganz okay mit seinem Ara auf der Schulter. Wäre vielleicht die Möglichkeit für einen neuen Avatar. Aber muss ich mir erstmal freispielen, so weit bin ich ja noch nicht.
Der ist ja erst jetzt hier ein bisschen weiter hinten zu finden. Genau. Ist, glaube ich, eine ganz gute Idee, den Avatar mir zu holen. Dann habe ich auch noch was davon. Und der ist schon was Besonderes, ne? Den hat dann auch nicht jeder. Ja. So, steht hier noch ein bisschen mehr zu den Details? Nee. Hier sieht man noch, wie das Gebäude dann aussehen wird, wenn es inaktiv ist. Aber das, ich glaube, das haben wir oben schon mal kurz gesehen. Also wenn die Forge-Punkt, der Forge-Punkt-Boost wegfällt, dann bringt das eben nur noch 250 Zufriedenheit. Ja, dann kann man es auch wieder abreißen. Dann kann man es auch wieder abreißen, weil die Zufriedenheit braucht halt auch niemand. Insbesondere, wenn du hier bei dem Gebäude mal eben auch auf dem kleinsten Zeitalter das Sechsfache an Zufriedenheit kriegst. Fast das Sechsfache. Okay, das ist auch viermal so groß, aber ist eben auch nur viermal so groß und nicht sechsmal so groß. Also es ist dann nicht nur nutzlos, sondern auch noch schlecht als Zufriedenheitsgebäude. Gut. Soviel zum Sommer-Event. Ich schaue mal eben nochmal hier in die FOE-Bibel, was der Marc so geschrieben hat. Überfliegt das mal kurz. Ob ich da vielleicht noch was zu beitragen kann oder ergänzen kann, sagen wir es mal so. Ja. Das ist klar, es gibt immer wieder Sofortaufgaben und tägliche Aufgaben. Ah, okay, also es wurde schon herausgefunden anscheinend, welche Preise es auf dem Rad gibt. Und darunter sind auf jeden Fall das Piratenversteck und die Gouverneursvilla. Und dann schreibt er hier noch die Haibucht, Ankerplatz des Kapitäns, Fischerpier. Das sind die Erweiterungen vom Gebäude des letzten Jahres. Ja, und das Piratenversteck. Das ist das Hauptgebäude des letzten Jahres, wo man die Erweiterung des letzten Jahres dann anschließen kann. Genau, und die Kids dazu. Genau, das ist ja vielleicht auch nicht so uninteressant. Und ansonsten, das Fazit fehlt. Es fehlt noch dein Fazit, Marc. Ergänze noch dein Fazit. Gut, fürs tägliche Einloggen bekommst du eine Dublone, das ist nichts Neues. Im Newsletter gibt es zwei Dublonen. Okay. Da ist dann die Frage, ob ich die brauche. Und das bezieht sich auf meine andere Frage. Und zwar bekomme ich diesen Newsletter. Das ist ein E-Mail-Newsletter. Es kann sein, dass man den nicht bekommt, wenn man deaktiviert hat, dass man E-Mails bekommt. Wenn man den Newsletter nicht bekommt, dann kriegt man auch die Preise nicht. Dann hat man Pech gehabt. Also den Newsletter muss man schon aktivieren. Aber wenn man den jetzt zum Beispiel aus Datenschutzgründen zum Beispiel oder weil man nicht zugespammt werden will, deaktiviert hat, dann kriegt man diese Preise eben nicht. Ich habe das Problem, ich habe zwar diesen Newsletter, aber immer wenn ich auf den Link klicke, passiert gar nichts. Und ich kriege die Preise nicht. Und weil das der Fall ist, habe ich ein anderes Ticket noch geschrieben. Und zwar, Eventgeschenke wird nicht gut geschrieben. Ich habe da schon so mein Schema, wie ich das schreibe, weil ich weiß, vom letzten Mal, wo ich das erfragt habe, wollten sie auch den Link von mir haben, den ich in meiner E-Mail drin stehen habe. Und ich habe halt den Link dann gepostet. Der wird jetzt nicht mehr funktionieren, weil er jetzt eingelöst ist. Also wenn ihr den jetzt hier rauskopiert, ihr seht den ja eh nicht vollständig, könnt ihr auch nicht rauskopieren. Ja, könnt ihr nicht mal einlösen, ist schon eingelöst. Ich habe ihn schon eingelöst. Oder eingelöst bekommen.
Allerdings nicht aus der E-Mail heraus. Ich kann ihn nicht persönlich einlösen, weil er nicht funktioniert über die E-Mail, sondern habe dann nochmal nachgefragt beim Kundensupport, ob ich das Ding dann oder ob ich die dann gut geschrieben bekomme, weil die gerade beim Wildlife-Event die 200 Wildlife-Münzen doch ziemlich wertvoll sind. Bei den Dublonen würde ich sagen, ja, zwei zusätzliche Dublonen sind es jetzt vielleicht nicht unbedingt wert, den Support anzuschreiben. In dem Fall habe ich beim... Wann habe ich das letzte Mal gemacht? Keine E-Mail-Geschenke seit Monaten. Ah ja, beim St. Patrick's Day Event, da gab es 500 Goldtöpfe. Die sind auch sehr wertvoll, die 500 Goldtöpfe. Da habe ich auch gefragt. Genau, allerdings im letzten Jahr, nicht in diesem Jahr. Bei diesem Jahr war es anscheinend nicht so notwendig. Oder es ging. Ich glaube, es ging zwischendurch einmal. Ich glaube, es ging zwischendurch mal. Es kann sein, dass es da ging und jetzt geht es wieder nicht. Whatsoever. Also, falls ihr da ein Problem habt, falls euer E-Mail-Link nicht funktioniert, dann wendet euch doch einfach mal an den Support. Da wird euch in diesem Punkt tatsächlich auch geholfen. Okay. Das wollte ich nur mal loswerden. Naja, und also es gibt ja immer wieder viel Kritik so am Support. Achso, jetzt kriege ich hier meine Preise. Mal gucken, ob es auch wirklich 6 sind. Sind 6? Ob es wirklich 12 sind? Es sind 12. Also es funktioniert. Es funktioniert. Bei 1 bleibt bei 1. Das Hauptquartier bringt nicht mehr. Okay, es funktioniert, aber meiner Meinung nach lohnt sich es nicht. Meiner Meinung nach lohnt sich es nicht. Dann kann ich mal das neue Gebäude noch aufbauen. 4x4. Wie gesagt. Ui. Wenn ich gleich die Straße weglöschen müssen. Dann schaffen wir mal hier noch ein bisschen mehr Platz. So. Und so. Und so. Naja, oder noch ein bisschen mehr. Und dann kann ich das hier auch halbwegs effizient nutzen. Schauen wir mal. Okay, dann habe ich jetzt hier... Nee, habe ich... Ich muss es ja hier hinstellen. Mein Grundgebäude. So sieht das Grundgebäude aus. Oh, das ist ja noch sehr, 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 sehr niedlich. Ja, süß. Aber auch hier gibt es schon dieses Schema, okay, mein Paddelboot wurde zu einem Häuschen umgebaut. Oder das Dach. Mein altes Paddelboot bildet das Dach des Häuschens. Allerdings regnet es da ein bisschen rein. Von daher vielleicht nicht ideal. Ja, vielleicht nicht ideal. Und habe ich jetzt hier schon irgendwas? Boot? Wahrscheinlich nicht, ne? Das muss ich ja über die Leiste claimen, aber eins kriege ich schon. Nee, doch nicht. Doch nicht. Dann muss ich hier erstmal einmal durchkommen. Na, das ist ja Pech. 3x1 bekommen. Das ist natürlich Pech. Aber ansonsten will ich jetzt meine Eventwährung nicht unbedingt runterspielen. Die Preise sind jetzt nicht gut und ich warte dann üblicherweise auf dem Rad, wo es schon ein bisschen runtergespielt ist und wo ein guter Preis drauf ist. Okay. Gut. Will ich noch was loswerden? Will ich noch was loswerden? Habt ihr noch ein wichtiges Thema, was wir noch mal ansprechen sollten?
Also, ich mache die Sachen hier lieber in Ruhe, alleine und leise und schone dann meine Stimme wieder. Und vielleicht schaffe ich es dann auch am Samstag nochmal live zu gehen. Mal schauen. Ist immer unklar. Aber nächsten Mittwoch ganz bestimmt wieder. Gibt es eigentlich nur den Ausschlussgrund, dass ich krank bin oder im Urlaub oder sowas. Ich war nur einmal am Mittwoch nicht da und das war kurz vorm Urlaub und da war schon Packen angesagt und sowas. Das war dann doch ungünstig. Das war dann doch ungünstig. Ansonsten war ich jetzt jeden Mittwoch 22 Uhr live und manchmal ein bisschen früher, manchmal ein bisschen später. Idealerweise kommt ihr mit auf den FOE Olymp Discord-Server und dann bekommt ihr auch gleich mit, wenn ich live gehe oder jemand anderes aus der Community live geht. Also zum Beispiel der Lion oder wenn Lion, also ich hoffe, du postest dann, wenn du mit Forge of Empires live gehst, dann auch deinen Link. Ach nee, du bist ja nicht mehr da. Schade. Der ist ja schon gegangen, der Lion. Aber Josie und Pi und Achim und Achim, Armin und Zocket und wen es noch so gibt. Die Informationen gibt es dann sofort. Kommt gerne auf den FOE Olymp Discord Server. Den Link findet ihr da unten. Unten in der Info vom Stream. Und dann kriegt ihr das direkt mit. Und ich hab auch einen Discord-Server für meine Sachen oder für meine Streams nur alleine, weil ich ja nicht nur Forge of Empires streame, sondern auch manchmal Jagged Alliance zum Beispiel. Und am nächsten Mittwoch bin ich noch nicht sicher, ob ich Forge of Empires mache, weil am nächsten Mittwoch wird das Sommer-Event hier weiterhin laufen. Am nächsten Mittwoch wird das Wildpark-Event zu Ende sein. Also ich hätte, glaube ich, nicht so richtig News am nächsten Mittwoch. Ich könnte natürlich einen Stadtumbau-Stream machen und die zweite Nebenstadt umbauen oder zum Beispiel die Beta-Welt mal umbauen. Wird auf jeden Fall Zeit. Das sind dann aber auch nicht so die, ja, interessantesten Streams. Ich tendiere im Moment eher dazu, Aperture Desk Jobs weiterzuspielen. Also im Prinzip den Portal und Portal 2 Nachfolger. Ich bin aber noch nicht sicher. Genau, also ich ändere dann gegebenenfalls den Titel in der Ankündigung, was denn nächsten Mittwoch gestreamt wird. Kathleen, guten Abend. Du kommst zum Ende, Kathleen. Heute will ich nicht so lange machen. Vielleicht auch Jagged Alliance 2. Ja, vielleicht auch Jagged Alliance 2. Ich will heute nicht so lange machen. Ja, vielleicht hörst du es auch. Ich bin heiser. Ich habe so Schleim im Hals und es ist ein bisschen unangenehm einfach so zu sprechen. Und von daher will ich lieber die Stimme noch ein bisschen schonen. Das hat sich jetzt im Stream auch nicht verbessert, muss ich sagen. Und von daher würde ich ein bisschen früher Schluss machen. Ich habe auch ein bisschen früher angefangen heute. Schon so gegen 9 habe ich angefangen. Und die 2,5 Stunden habe ich auch fast voll, so die ich sonst so mache. Nur höre ich jetzt so eine Stunde früher auf. Okay, Kathleen. Tut mir leid, tut mir leid. Ich hätte gerne noch länger gemacht. Aber die interessantesten Sachen habe ich jetzt auch schon besprochen. Jetzt würde ich auch nur noch die Wildpark-Events-Tickets wegspielen und sonst so erzählen, was mir gerade so einfällt beim Plaudern oder was ihr noch ansprecht. Genau. Aber wie gesagt, heute nicht mehr, dieses Mal nicht mehr. Hat mich sehr gefreut, dass ihr alle da wart. Es waren ja zwischenzeitlich sogar über 30 Zuschauer. Ich glaube, so viele hatte ich noch nie. Das war dann auch dank des Raids von Josie und Pi.
Schön, dass ihr alle da wart. Vielen Dank nochmal für den Follow an Manu und vielen Dank noch an für die Subscription von Marco. Ja, danke, Kathleen, danke. Ein sympathischer Gruß hast du ihm. Ja, nur 2,5 Stunden. Naja, nicht ganz 2,5. 2 Stunden, 20 Minuten. Danke dir, Aldrin. Ich wünsche euch eine gute Nacht und schaue mal eben noch, wer denn noch so live ist, wo wir jetzt so hin raiden könnten. Wer ist denn noch da? Wahrscheinlich niemand mit Forge of Empires. Ich werfe mal einen Blick in die Kategorie. Nur wir sind live mit Forge of Empires. Okay. Ja. Und von den Leuten, denen ich folge, wäre eigentlich im Moment nur Vari live. Der spielt Triple Pursuit live. Ist auf jeden Fall jemand, zu dem auch Josie und Pi schon öfter hingeradet haben. Also vielleicht kennt ihr den Vari auch schon. Und der macht auf jeden Fall auch ganz unterhaltsame Streams. Und er hat zum Beispiel auch so einen Stream, wo man selber mitraten kann. So Ratestreams und sowas. Aber im Moment macht er anscheinend was anderes. Triple Pursuit Live. Weiß ich nicht, ob man da mitspielen kann. Von daher wird es vielleicht oder ist es vielleicht interessant. Also ich werde auf jeden Fall schon nochmal reingucken, was er gerade macht. Zu Alex. Geht ja nicht. Geht ja nicht. Sie streamt ja nicht. Brauche ich noch Archegüter? Nein, im Moment nicht, danke. Im Moment brauche ich keine Archegüter. Dann würde ich sagen, wir reden rüber zum Vari und lasst ihm gerne ein paar Grüße von mir da. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Diamantrix, nein, auf W werde ich noch keine Arche bauen. Ich hab die Blaupausen zusammen, aber ich werde noch keine Arche bauen, weil mir das nicht in mein Konzept von W passt. W ist, wie gesagt, der Schönheit untergeordnet und die Arche ist zwar ein schönes Gebäude, aber das ist sehr futuristisch und meine Stadt ist eher so ein bisschen mittelalterlich, Kolonialzeit und so weiter und da passt das Gebäude nicht. Deswegen. Noch bin ich nicht dazu bereit, eine Arche zu bauen auf W. Allerdings suche ich nach dem Chateau. Das würde ich gerne bauen. Ja. Okay. Nochmal, danke fürs Zuschauen. Und ich bereite den Raid vor. Es dauert einen kurzen Moment. Und dann dauert es ja nochmal einen kurzen Moment, bis ich auf Raiden drücken kann. Bari, Raid beginnen. Okay. So, dann geht's los gleich. Raid on, genau. Die Arche ist das schönste mittelalterliche Gebäude. Nein, es ist nicht mittelalterlich. Es ist sehr, sehr futuristisch. Leute, macht euch noch einen schönen Abend. Gute Nacht euch und eine gute Restwoche. Ciao. Danke.